Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ich bin Mahadevi und ich muss mir was anderes anziehen, fällt mir gerade ein. Ich bin ja überhaupt kein Fan von dem Trend, Zusatzanhalte zu machen, die man extra kaufen muss. Ich finde das sogar ziemlich kacke. Und ich finde das blöd, dass das immer und immer mehr üblich wird. Und noch mehr kotzt es mich an, dass ich mir diese Zusatzinhalte tatsächlich gekauft habe. Gut. Aber, was wollte ich denn jetzt sagen? Ja, ich habe sie mir gekauft. Fakt ist, am besten fangt ihr bei den Zusatzinhalten mit der Ballade der Recken an. Denn ihr könnt euch hier ein paar ziemlich geile Fähigkeiten erarbeiten. Warte mal. Irgendwie stehe ich gerade extrem auf dem Schlauch. So, ich muss irgendwas abwerfen. Ich nehme das. Nee, ich nehme die. Genau, die euch helfen, die anderen ganzen anderen Sachen zu machen. Es gibt zwei große Zusatzinhalte. Das ist einmal die Ballade der Recken und danach die Prüfung des Schwertes. Bei der Prüfung des Schwertes gibt es drei Stufen. Ich habe die erste gemeistert und werde es auch ganz ehrlich dabei belassen. Denn ich finde sie scheiße und ich finde, Spielen sollte Spaß machen. Das macht überhaupt keinen Spaß. Aber die Ballade der Recken ist frustrierend, aber okay. Groß vorbereiten kann man sich gar nicht, denn alles, was sie bekommt, ist eine beschissene Waffe und ein fucking Viertelherz. Aber was ihr machen könnt, sind Pfeile sammeln. Leute, ihr braucht Pfeile. Pfeile sind in dieser Quest euer bester Freund. Und deswegen sammelt. Geht euch vor mit Pfeilen aufladen. Um diese Nebenquest freizuschalten, müsst ihr aber auch erstmal die 4 Titanen eingenommen haben. Also wenn ihr das Spiel neu startet, nicht wundern, müsst erst die 4 Titanen einnehmen. Und dann erscheint die Quest. Oh Mann, hör auf zu labern. Ja, ist eine geile Waffe, sieht ein bisschen scheiße aus. Einmal trifft sie tödlich, egal wie stark der Gegner ist. Und danach ist sie eher so lala. Aber die lädt sich nach einer Weile wieder auf. Das heißt, überlegt euch genau, wen ihr mit dem einen Schlag fertig machen wollt. Und ihr seht, ihr müsst zwar vorher die 4 scheiß Titanen machen, aber die ganzen Kräfte dieser Titanen sind jetzt weg. Das ist Kacke. So, auf geht's zum ersten Schauplatz. Wir müssen jetzt ein paar kleine fiese Viecher besiegen und am besten begibt man sich dazu an einen erhöhten Ort. Aber ich sehe gerade, ich kann die Kleidung wechseln und da ich eh sehr verwundbar bin, würde ich die Schleichkleidung wählen. So. Und das ist doch mal ein geeigneter Kandidat für den ersten Schlag. Ein weißer Moblin. Nee, den will ich nicht. So, hinter mir auf dem Baumstumpf habe ich ein Vieh gesehen. Ihr wisst, wenn ihr alle besiegt habt, dann nämlich... Wow! Dann nämlich... Ach, scheiße. Gut, das sage ich euch gleich, wird noch ein bisschen öfter passieren. Wenn ihr alle Moblins besiegt habt, dann erscheint der Schrein. Vielleicht sollte ich den roten Moblin schon töten, wenn ich ankomme. Aber hey, der war ja nun wirklich nicht das Problem. Oh, die Fledermäuse, die sind ein Problem.
Wo sind die Fledermäuse? Ich hoffe, die bleiben jetzt weg. Ja, sieht so aus. Die stehen natürlich nicht an dem üblichen Platz, die Leute. Ich habe auch keinen. Was sind denn meine Gegner? Ist mir ernsthaft. Das ist jetzt aber ein bisschen peinlich. Wir müssten jetzt irgendwo Monster lauern und ich müsste die jetzt halbwegs entspannt von hier oben abknallen können. Da ist einer. Ist jetzt aber auch nicht das beste Wetter, muss ich mal dazu sagen, ja? Da hat sich was bewegt. Zwischen den Bäumen. Ach, fickt euch doch, Leute. Können die sich nicht einfach in einer Reihe aufstellen? Dass ich die nur noch zu töten brauche? Da. Irgendwie hatte ich das beim letzten Mal leichter in Erinnerung. Da sind zwei. Das Ding ist, bei einem Treffer seid ihr tot. Ich gehe erstmal wieder auf den Baum rauf. Jetzt weiß ich ja, wo sie sind. Vielleicht nehme ich auch einen anderen Bogen. Okay, das heißt im Zweifelsfall irgendwo hinschießen, damit die erstmal auf mich aufmerksam werden. Beziehungsweise sich zeigen. So meinte ich das. So, Feuer ist immer gut, weil Feuer verbrennt die Typen. Seht ihr, der erste ist schon tot, der zweite auch. Ohne dass ich einen weiteren Pfeil abschießen musste. Ich mach mal kurz die Dornen hier weg. Wo ist denn Ihmchen jetzt? Hab da gesehen, der hat ein Elektro-Ding dabei. Da. Ja, geh da hin, gucke, was da los ist. Der hat etwa auch einen Elektrostab. Wie fies ist das denn? Nee, das ist ein Bienenstock. Aber es gibt noch mehr. Ich denke die ganze Zeit, boah, ich will was essen, aber das Problem ist. Ja, das zeige ich jetzt nicht. Ich würde trotzdem sofort wieder auf ein Viertelherz runtergesetzt. Ist da noch jemand?
Verdammt, wo sind die alle? Ich habe einen gefunden. Da. Aber da drin war auch einer, oder? Nee, das ist immer noch das Zeug von dem Typen, den ich da erlegt habe. Aber hier ist gerade einer langgelaufen. Und der steht da unten. So. Und jetzt weiß ich, ich habe alle geschafft, denn der Schrein taucht auf. Und ihr seht schon, das ist ein besonderer Schrein. Der sieht nicht aus wie alle anderen Schreine, nein. Er ist länger. Naja. Ich sammle mal schnell noch den Scheiß ein, den die Leute hier haben liegen lassen. Aber ich mache jetzt Pfeil platt. Das ist ja jetzt kein Problem mehr. Es geht auch, wie ihr seht, nur um die Moblins. Alles andere ist nebensächlich. Hier stehen ein paar Kartons, egal. So, ich gehe jetzt erstmal hier rein. Und wenn ihr glaubt, das eben war schwer. Nein, es war nicht schwer. Glaubt mir. Jetzt wird's schwer. Ah, ich habe so viele Kabel um mich rum. Na dann, Schreinversuch Nummer 1. Okay, wir müssen die rote Kugel da reinkriegen. Und in der Richtung mag das auch noch halbwegs in Ordnung sein, aber ihr wisst ja, der kleinste Treffer bringt euch um. Ah. Der kleinste Treffer. Was brauche ich denn jetzt nochmal für eine Kugel? Eine große. Ich brauche auf jeden Fall eine große Kugel. Das heißt, ich gehe jetzt angeln. Wow. Der Teil ist schon scheiße, ey. Okay, komm her, liebe Kugel. Ah, Kacke. Komm, 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 komm. Na, ich wollte die andere. Gleichzeitig müsst ihr natürlich aufpassen, dass ihr nicht von der scheiß Plattform runterfällt. Ich kann die ja schon mal herholen. Vorsichtig. Man kann die Kugel unterwegs auch wieder verlieren. So. Ihmchen kommt da oben rein. Deswegen lege ich die erstmal hier zur Seite. Jetzt muss ich noch nach der großen Kugel angeln. Ja, yeah. Erstmal nach oben. Es ist tatsächlich leichter, wenn ihr lauft. Dann bewegt sich diese Schale nicht so... Uah! Alter! Nicht so doll, als wenn ihr die schwenkt. Geschafft. So. Ich habe die Kiste. Das heißt, selbst wenn ich jetzt sterbe, ich habe die scheiß Kiste, die sich überhaupt nicht lohnt. Gut. Dann
kommt jetzt der wirklich schwierige Teil. Das ist dieser hier. Müssen die verfickte Kugel da hochkriegen, ohne einmal getroffen zu werden. Let's go! So, Versuch Nummer 2. Okay. Es gibt so Ecken, an denen seid ihr relativ sicher. Das ist so eine. Und? Ja. Wenn nämlich alle einmal runtergerollt sind, gibt es eine kurze Pause. Und Alter, nur 2 Versuche. Beim ersten Mal habe ich gefühlt 100 gebraucht. Wuhu! Macht wahrscheinlich die Übung, die Erfahrung. Genau. In dieser kleinen Ecke kann euch nichts passieren und dann wartet ab und guckt, wie die Kugeln rollen. Beobachtet sie. Nach 4 Kugeln bewegen, kommt eine kurze Pause, in der könnt ihr hochflitzen. Und wenn dann doch eine Steinkugel kommt, wie bei Versuch Nummer 1, versucht ihr auszuweichen und nicht so wie ich reinzurennen. So, dann geht's jetzt weiter mit dem zweiten Teil. Aber den seht ihr dann im nächsten Video. Von The Legend of Zelda Breath of the Wild, die Ballade der Recken, Teil 2. Okay, und danke, dass ihr zugehört habt, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und ihr hattet Spaß. Wir sehen uns dann im nächsten Teil. Ich bin Mahadevi und gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Bye, bye!